Schönen guten Tag, meine Leute. Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem neuen Video von mir. So, damit herzlich willkommen aus Leipzig und zwar ich befinde mich am Kotterweg, der Festplatz. Und zwar die kleine Messe steht ja an. Der Spaß geht jetzt noch bis zum 3. November. Los ging es schon bereits am 27.09., also sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange Spielzeit hier. Und was für Attraktionen es hier diesmal gibt, zeige ich euch jetzt mit einem schönen Rundgang. Und ich werde für euch wieder die Attraktionen einblenden mit Schaustellern. Ich werde auch ab und zu mal auch die Fahrpreise erkunden. Am Familientagen sind die Preise hier ermäßigt und Ladies Night ist ab 19 Uhr, also freitags 19 Uhr. Ja, da zahlt man ja quasi 1,50 Euro oder 2 Euro pro Attraktion, wenn man ein Mädchen ist oder wenn man aussieht wie ein Mädchen. Lustige Sache. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns, wenn ich drinne bin. So, meine Leute, dann bin ich drinne. Hier geht es erstmal los wieder mit dem Kinderkarussell. Der steht immer auf der gleichen Stelle. Klassisch. So, los geht's mit Breakdance von Seifert. Und es sieht alles so original erhalten aus. Schön. Ich habe dieses Jahr schon ein paar Breakdancer gesehen. Erst Franzilius, dann Hendrich, Meier und jetzt wieder von Seifert. Ja, 4 Euro kostet hier die Fahrt. Das ist jetzt auch hier teurer geworden. Leider war auch schon zur Frühjahrsleihmesse so. Aber es lohnt sich trotzdem. Und die Fahrzeit ist hier schon ziemlich lang. So im Durchschnitt 5 Minuten. Wenn man richtig Glück hat, geht die Fahrt sogar noch länger. Sehr intensiv. Also wer hier mit Breakdance fahren will, der muss damit klarkommen. Die Fahrt geht immer volle Bulle. Der macht keine Pause dazwischen. Gut, los geht's, weiter geht's hier. Hier ist auch wieder alles Mögliche dabei. Hier am Essen, Trinken, Spielzeug, Melone, Ananas. Lustige Sache auf jeden Fall. So, dann haben wir hier wieder von Seifert der Golden Cars Autoscooter. Schön. Oh, hier, guck mal, das ist neu. Die Fahnen jetzt mit Leipzig und Sachsen, das war der Frühjahrsteilmesse nicht so. Nicht schlecht. Und sogar auch hier, an dem fahren da alle. Alles mit Leipzig und Sachsen. Coole Sache, aber keine Überraschung, weil, wie gesagt, gehört ja jetzt von Seifert, wird immer deutlicher, nicht mehr von Meier. Hier kostet es auch 4 Euro. Schön. Ich habe es eigentlich schon immer erwähnt, aber ich kann es wiederholen. Warum steht auf diesem Festplatz 2 Autoscooters? Warum? Na egal, gut, dann haben wir hier wieder ein Kinderkarussell. Nice. Dann hier auch ein Klassiker mittlerweile, der steht auch immer hier. Credits Company, Laufgeschäft von Hofmann 10. Schickes Teil, Glaslabyrinth da unten, da oben auch schön mit Design, schön Autofabrik. Boah, nice. Ja, 4 Euro kostet es hier. Jo. Und es ist erstaunlicherweise doch ziemlich voll. Das überrascht mich. Eine Stunde nach der Eröffnung, wir haben es gerade 15 Uhr noch was. So, dann haben wir hier einen weiteren Klassiker, Hurricane von Visa. Familienfreundlich, Steuerhebel runterdrücken und dann geht's hoch hinauf, über 10 Meter. Mit dem bin ich ja auch schon gefahren, ein paar Male. Lustige Sache. Aber hier unten, gebt erstmal Vollgas. Da drückt man ganz schön. Das ist, erinnert mich an den Musikexpress oder Berg- und Talbahn, klassisch. Das erwähnt das auch nochmal. Oh, hier. Das ist Bundesliga. Neu. Auch kann man hier schießen. Neu. Gut, hier wieder was für die ganz Kleinen. König der Löwen Safari Tour. Schön. Gut, Pikachu auf der gleichen Seite, links hier wieder ein Kinderkarussell und es gibt einen Twister hier und zwar den von Headlock, der stand früher, oder ist das der? Oh, der sieht zumindest sehr ähnlich aus. Warte, ist der Stern da in der Mitte? Ja, das könnte von Headlock sein. Schön, 4 kostet 4 Euro. Boah, der ist intensiv, aber auch familienfreundlich. Schön, da hat sich auch ganz schön was getan. Nicht schlecht. Wie gesagt, der stand früher zum Salzfestenhalle. Jetzt gibt es da sogar selbst gar nichts mehr. Gar nichts mehr am Hallmarkt. Gar nichts war da. Schade. Echt schade. Gut. Weiter geht's. So. Dann jetzt hier. Oh, hier sammeln sich viele Leute. Wegen hier, wegen das hier. Gut. Ein Achterbahn ist auch hier dabei. Nessie von Schula. Klein, aber fein. Na, wenigstens gibt es ja einen. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker, sorry. Ja.
Ja, der Mann, ich glaube, der macht 3 Runden. Fahrpreis, ich glaube 4 Euro oder so, keine Ahnung. So, weiter geht's. Hier steht gar nichts, hier ist alles leer. Eigentlich wäre es hier ideal wegen das Filmfeuerwerk auf der Seite, aber hier wird gebaut, leider. Echt eine Frechheit von RB Leipzig. Nein zu RB. Ich sag's einfach. Gut, aber doch, hier ist was. Aber auch wieder was für die Kleinen. So. Nice. So, und hier ist jetzt ein bisschen leerer, ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Egal. Vergiss es einfach ganz schnell wieder. So, hier können wir uns schauen, eine Pause können auf der rechten Seite. Dann hier die Berg- und Talbahn, Hardwerk Express. Boah, der ist nicht so krass. Da fand ich der Melodiestar von Müller einen Tick krasser. Boah, aber der macht auch rückwärts. Hier kostet jetzt auch 4 Euro übrigens. Aber sagen wir mal ganz hinaus, hier bei mir vorne, ab geht's und Tempo. Ah. Super. Also da muss echt was passieren, das in der Mitte hier löst sich teilweise. Das sah mal schön aus. Aber ansonsten ganz schick. So. Oh, hier, guck mal. Hier hätten noch ein paar Buden gepasst. Schade. So, dann steht der zweite Autoscooter diesmal hier wieder. Ganz vorne. Topcar von Hickmann. Ja. Er ist auf der Eisdämmer Wiese und davor Laternenfest. Jetzt steht er hier. Boah. Hier sind die alle. Hier sind noch viele Autos frei. Gut. Ganz nett. Ich denke mal, auch hier kostet es 4 Euro. Pro Chip. Ah, jetzt geht's los. Ja. Jetzt fährt das Teil. Schön. Gut, dann haben wir hier ein Riesenrad aus Niederlande, die Schausteller. Ich weiß jetzt nicht genau von wem. Der ist neu. Der ist aber nicht so hoch. 32 Meter hoch ist er. Die Fahrt kostet hier. Ui. Das ist eine Ansage. 6 Euro hier. Und für die Kinder 4 Euro. Also wenn man bedenkt, bei von Schmidt, der hier auf der Frühjahrskleinmesse stand, da hat die Fahrt 5 Euro gekostet. Und der, ja, ist, der war genauso hoch wie der hier. Aber der ist rot, nicht komplett weiß. Schick. Und die Gondeln, die kann man auch drehen. Nice. Ich mache aber kein On-Ride. Sorry. Ich war mit einer anderen Attraktion nachher noch. So, weiter geht's. Hier fährt Karussell. Oh je. Da wird es aber wieder Ärger geben hier. Und hier, das habe ich auf der Eisdieberwiese angesprochen. Super Bob von Voss. Die Schlittenfahrt. Sehr cool. Er ist wieder da. Eigentlich ein sehr intensives Teil. Wunderschön. Hat auf jeden Fall was. Ja. Und auch hier kostet die Fahrt 4 Euro. Ja, ist fair. Wenn man bedenkt, wie intensiv der ist. Ich bin mit so einem Teil nicht gefahren. Wäre für eine Premiere für mich. Und, aber Grüße gehen raus an Freizeitsport Güte. Der dachte, ich fahre mit dem Breakdancer hier. Nein, ich fahre mit dem Teil. Aber gleich noch. Es ist noch nicht vorbei. So, da haben wir das nächste Kinderkarussell. Also sehr familienfreundlich. Oh, für die Familie kann man hier nichts falsch machen. Kann man machen. Gut, voilà. Wobei, wir sind durchkrauschen hier. So, da haben wir hier wieder Waffelbäckerei. Diesmal gibt es hier keine Geisterbahn. Das überrascht mich schon, das ist schade. Kurz vor Halloween müsste hier auf jeden Fall eine Geisterbahn hier stehen, aber hier gibt es keinen. Das ist sehr fragwürdig. Stattdessen steht hier die Wasserbahn Big Splash. Oh, von Klünter. Ja, die habe ich auch schon in längerer Zeit nicht mehr gesehen. Eine Wasserbahn. Zuletzt Piratenfluss, jetzt wieder Big Splash. Oh. Also bei den Temperaturen, glaube ich, würden auch nicht so viel damit fahren wollen. Aber jetzt gucken wir mal. Ja. Schauen wir mal. Und 5 Euro kostet hier die Fahrt. Das ist nicht ohne. Aber hier muss man gut aufpassen auf der Seite. Da kriegt man ein bisschen Wasser ab. Oh je. So. Dann hier. Kinder ab Jahren. Ich hab's jetzt nicht gelesen. Ihr habt es hoffentlich gesehen. GeForce ist auch da von Volkland. Und haben die was geändert? Alter, wollt ihr mich verarschen? 7 Euro! Alter! Also 6 Euro ist schon eine Frechheit, aber 7! Alter! Haben die eine Macke? Sorry, aber die soll mal runtergehen. Auf der Eisdieberwiese stand auch so ein ähnliches Teil, da kostet die Fahrt 5 Euro. Und hier? Oh mein Gott! Nee, danke! Und? Nee.
gar nichts abbekommen. Aha. So, auch hier gibt es zwei Laufgeschäfte. Gaudi Alm vom Mike Taug oder so. Oh Gott, wer hat sich diesen Nachnamen ausgedacht? Hilfe. Hier kostet 3,50 Euro. Okay, das ist fair. Das ist fair. Also, nur die Hälfte vom GeForce. Ey, was ist das? Ja, schick. Bayern-Stil. Hier wieder ein Kinderkarussell da. Und ein Kettenflieger von Visa. Ich weiß jetzt auch, von wem das gehört. Hier kostet die Fahrt ein Chip 3,50 Euro. Vier Fahrten 12 Euro. Boah, nice. Auch ein Kettenkarussell gibt's hier. Aber leider keine Geisterbahn. Oh je. So. Nice. Nice. Ah, gut. Hat auf jeden Fall was. Und da der Breakdance wieder und ja, auch hier noch ein bisschen was anderes. Ich kann es nur wiederholen. Volkland, ihr seid frech, ehrlich. Abzocke. 7 Euro. Verdienstteil, ey. Manometer. Da bin ich komplett raus. Ja, war eine tolle Erfahrung gewesen, mit dem Teil gefahren zu sein. Und gleich mal wieder 7 Minuten, ey. Leck mich am Arsch. 4 Euro ist da auf jeden Fall vollkommen. Okay, kann man mal machen, auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, die Fahrt war intensiv. Stimmung ist gut, auf jeden Fall. Hat da alles gegeben, super. Ja, aber die Fahrt, ja. War doch, ich hätte es krasser vorgestellt. War doch nicht so krass. Aber auf jeden Fall schön. Und schön, dass er auch mal eine Pause gemacht hat. Das tat auch mal gut. Gut, Leute, und weil es so schön ist und weil ich gleich mal hier bin, ihr wisst, was jetzt kommt. Breakdance. Muss auch mal wieder sein. So, Klassiker darf hier nicht fehlen, Breakdance. Oh, mit dem bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Seit vor 2 Jahren wird es mal wieder mal Zeit für ein On-Ride. Das meine ich damit, da geht gleich sofort Vollgas. Beziehungsweise die Frau, Hilfe. Geil. So, mit der Fahrt mit dem Breakdance beenden wir das Video auch schon mit der Kleinmesse-Rundgang. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Lasst einen Daumen oben da dafür. Ja, wie gesagt, ich finde die Beschickung okay. Ich finde halt schade, dass Salto Mortale nicht gekommen ist. Wurde irgendwie abgesagt. Dann hätte es noch ein weiteres Hochfahrgeschäft hier gegeben. Und noch eine Geisterbahn wäre cool gewesen. Weil, wie gesagt, es ist ein Zeitraum jetzt mit Halloween. Deswegen wäre besser gewesen als jetzt Wasserbahn Big Splash. Aber schön, den auch wieder hier zu sehen. Ja, Super Pop und Breakdancer. Zwei On-Rides wieder. Oh, schön, ich kann es einfach sagen, der von Seifert ist einfach am intensivsten. Der macht einfach wirklich keine Pause und geht immer gleich Vollgas. Keine Pause und gleich am Anfang bis zum Ende. Irre. Und 4 Euro immer noch ganz günstig. Wahnsinn. Und ja, wie es jetzt künftig danach aussieht, in der Kleinmesse ab nächsten Jahr, das weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus, weil wegen RB Leipzig und Parkplatz etc. Ja, es wird sich zeigen nächstes Jahr. Der Spaß geht, wie gesagt, jetzt hier noch bis zum 3. November. Und schon das mit Feuerwerk ist echt schon kacke, dass das hier nichts wird. Ja, sehr schade um den Schaustellerverein. Mal gucken, wie es in der Zukunft aussieht mit der Kleinmesse. Ja, für Abwechslung ist trotzdem gesorgt. Lasst doch, wie gesagt, trotzdem einen Daumen oben da. Und ein Besuch lohnt sich trotzdem. Ansonsten danke ich nur fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.